Frau Merkt, einige Unternehmen setzen Local Branding Strategien insbesondere für ihre Top-Absatzpartner auf. Wie stehen Sie hier bei der Firma Weiland? Haben Sie ein spezielles Programm für Ihre Top-Betriebe? Und wenn ja, wie umfassend und nachhaltig verfolgen Sie diesen Ansatz? Also wir bei Weiland, wir haben verschiedene Partnerprogramme, um auch unsere Fachpartner in deren Märkten zu stärken. Da gibt es zum Beispiel für uns die sehr wichtigen VEP-Partner und auch die Innovationspartner, die Weiland-Innovationspartner. Diese sind spezialisiert auf den Einsatz von erneuerbaren Energien und haben eben dann auch das Know-how für eine ganzheitliche Kundenbetreuung. Auch hier nutzen wir Werbung aktiv. Das ist bei uns die Local Branding Plattform, um unseren Fachpartnern einen markenkonformen Auftritt zu geben und sie auch dabei zu unterstützen, eine lokale Marke zu werden und somit auch Bekanntheit beim Kunden zu erlangen. Okay. Und welchen Stellenwert hat Local Branding in diesem Zusammenhang Ihrer Meinung nach? Also, habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Wir denken natürlich, dass das super wichtig ist, weil wir wissen, wir haben in Deutschland über 50.000 Handwerksbetriebe. Das heißt, für den Endkunden wird es zunehmend schwieriger, sich zu entscheiden, wer ist der richtige Partner für mich, wer hat auch die Kompetenz, wer kann noch die komplexen Systeme, die es heutzutage auch mit Einzug der erneuerbaren Energien noch gibt, wer kann das noch alles übersehen, verantworten. Und hier ist das natürlich sehr wichtig, weil wir schaffen damit ein Differenzierungsmerkmal für den Endkunden, was auch sichtbar erlebbar ist und was dann somit auch zum Erfolg führt. Okay, vielen Dank.